Unfassbar, was für Aufwand drin wird, damit die paar Wappler da drinnen umeinander hupfen dürfen am Parkett. Gemäß § 54 Absatz 5 Sicherheitspolizeigesetz werden personenbezogene Daten Anwesender mit Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten ermittelt. Aufgrund zu befürchtender Ausschreitungen anlässlich der zweiten Wiener Akademikerballs in der Hofburg am 14.01.2014 ist anzunehmen, dass eine allgemeine Gefahr für Leben oder Gesundheit mehrerer Menschen und für Eigentum im großen Ausmaß in dem aus beiliegendem Ausschnitt aus dem Bezirksplan für den ersten Wiener Gemeindebezirk in roter Farbe gekennzeichnet und auch zum Teil durch Tretgitter gesicherten Bereich entstehen wird. Dieser Plan ist Bestandteil dieser Verordnung. Der im Plan gekennzeichnete Bereich wird in folgenden genau bezeichnet. Gezeichnet der Polizeipräsident. Jetzt kann ich mich aus. Wir schreiten auch nach der gesetzlichen Grundlage ein. Es ist natürlich so, dass eine Rechtsmaterie immer wieder von verschiedenen Gesichtspunkten auch beleuchtet wird. Es gibt Auslegungssachen, es gibt gerichtliche Entscheide. Das heißt, es gibt ja nicht nur eine Rechtsmaterie. Wir sind der Ansicht, dass das Platzverbot und das Vermummungsverbot sehr wohl rechtens ist. Deswegen haben wir es auch erlassen. Was allerdings nachher dann bei einer gerichtlichen Betrachtung eventuell wieder belegt wird, ist wieder eine andere Sache. Ich arbeite auf der Akademie der Bildenden Künste. Es ist so, dass die Polizei, und zwar sehr viel Polizei, vor der Akademie steht. Wir haben heute den Tag der offenen Tür, den Rundgang. Dadurch sind viele Studenten da. Angeblich sind Menschen, die am Graben die Geschäfte demoliert haben, in die Akademie geflüchtet. Das bedeutet jetzt, dass die alle einzeln die Studenten in einem Spalier von Polizisten rausgehen müssen aus der Akademie und einzeln perlustriert werden. Und ich habe das Gefühl, das könnte eskalieren.